Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Wochenorakel. Ich hoffe, ihr hattet letzte Woche die Möglichkeit, eurer Bestimmung immer näher zu kommen, dem Leben immer mehr zu vertrauen, was es mit euch vorhat. Und ihr habt sicher gemerkt, dass alles, was unter Zwang und Kontrolle fällt, nicht mehr funktioniert. Mir ist es jedenfalls so ergangen. Ich bin schon gespannt, was ihr mir rückmeldet. Und ich möchte euch kurz mit diesem Link noch auf das Auswahlorakel aufmerksam machen, dadurch, dass wir uns momentan in einem sehr interessanten Zeitfenster befinden, das heißt aller Heiligen, aller Seelen, wo die Tore zur geistigen Welt einfach noch offener sind als sonst. Vielleicht habt ihr Lust, da reinzuschnuppern, was euch eure Ahnen genau jetzt mitteilen wollen. Lasst euch gerne inspirieren. Die, die jetzt schon länger zuschauen, möchte ich darauf aufmerksam machen oder alle, die hier zuschauen, dass ich ab heute Kapitel einblenden werde, Zeitmarken einblenden werde. Die findet ihr wie immer unten in der Box. Einmal für den ersten Teil mit den Zigeunerkarten und der zweite Teil mit den Symbolonkarten, den kennt ihr ja mittlerweile. Der wird im zweiten Teil gelegt und so habt ihr die Möglichkeit, das unter zweimal anzuschauen oder in eine Richtung zu springen, die euch besser gefällt oder mehr eurem Wesen entspricht. Super, legen wir jetzt los für diese Woche und schauen wir in die Karten, was uns vom Leben geboten wird. Die Grundenergie ist die Sehnsucht. Also die Sehnsucht erinnert uns an unsere wahren Herzenswünsche und lässt uns genau in diese Richtung blicken. Wenn die Sehnsucht jedoch als eine Sucht erlebt wird, im Leben nicht Fuß zu fassen, sondern in der Traumwelt zu verharren, dann wird das sehr schmerzvoll. Schaut mal hier für euch, in welche Richtung ihr blickt. Ja? Und es geht um die Witwe. Also hier kann es sein, dass ihr in einem Reifeprozess seid in Bezug auf eure Herzenswünsche, wenn ihr als weibliche Zuschauer dabei seid. Als männliche Zuschauer habt ihr hier eine weibliche Person in eurem Umfeld, die Sehnsucht hegt. Die beiden Personen tendieren eher, oder auch eine Person, es kann auch nur für eine Person stehen, tendieren eher in die Vergangenheit zu blicken. Die Witwe kann hier eine gute Ratgeberin an eurer Seite sein, wenn ihr euch sehnt, wenn ihr immer mehr euren Herzenswünschen folgen möchtet. Ja? Kann eine weibliche Figur sein, die euch hier unterstützt, kann aber auch sein, dass sie eure Hilfe braucht. Und es geht darum, dass man in Bewegung kommt, dass man eben nicht mehr schwerfällig sich hingibt und jammert, sondern jetzt will etwas nach vorne gehen in Richtung Zukunft. Hier kann es sein, dass man sich wirklich konkret nach einer Reise sehnt, nach einem Ausflug. Es kann sein, dass man jetzt nach vorne preschen will, in welchem Gebiet eures Lebens auch immer. Es ist genug des Wartens, kriege ich hier rein mit der Witwe. Und es kann sein, dass ihr jetzt einen Beruf ausüben werdet, der nicht in eurem nächsten Umfeld liegt. Das kann sein, dass ihr da eine längere Fahrt auf euch nehmen dürft und euch hinterfragt, ob ihr das wollt. Es kann auch für einen Umzug stehen. Ja? In Gedanken ist ein Geschenk. Das heißt, vielleicht möchtet ihr jemanden ein Geschenk machen, vielleicht habt ihr von einer Witwe oder bekommt ihr von einer Witwe ein Geschenk, vielleicht will man euch auf einen Ausflug einladen oder umgekehrt. Die Rollen können hier natürlich auch immer vertauscht sein. Ansonsten sagt die Karte einfach, dass es eine Zeit ist, an der man gerne schenkt und auch gerne beschenkt
wird. Schaut hier auch, ob ihr die Geschenke des Lebens annehmen könnt, empfangen könnt oder ob ihr blind geworden seid für die Geschenke grundsätzlich vom Leben. Kann ja auch sein, weil man hier im Reifeprozess steckt und vielleicht die Augen verschlossen hat für das Schöne im Leben. Das kommt hier auch rein als Botschaft. Und ansonsten in der beruflichen Welt sieht man euch als Geschenk oder ihr werdet im Berufsleben immer mehr beschenkt, weil ihr etwas macht, was euch Freude bereitet. Die Freude ist ja der beste Indikator überhaupt. Im Unterbewusstsein liegt der Feind. Das heißt, hier ist ein Verhaltensmuster, das euch Energie raubt und das werden euch auch die Menschen in eurem Umfeld widerspiegeln. Das kann auch diese weibliche Person sein, die euch den Feind widerspiegelt, die euch eine Sehnsucht aufzeigt. Vielleicht hat auch ein Mensch hier Sehnsucht nach euch und klammert vielleicht zu viel, will hier anzapfen, will euch Energie rauben. Also spürt hier bitte hinein, welches dieser Möglichkeiten, die ich euch biete, hier auf euch zutrifft. Wir sind ja alle in einem anderen Entwicklungsprozess. In der Vergangenheit haben wir die Traurigkeit. Das kann für eine leidvolle weibliche Person stehen, aber auch für eure eigene Traurigkeit, die ihr angeschaut habt und jetzt gilt es auszusteigen und weiterzugehen. Traurigkeit hat Berechtigung für Heilung. Es ist auch eine sehr stark heilende Phase. Vielleicht macht euch hier der Beruf nicht mehr Spaß, vielleicht machen euch die Verbindungen keine Freude, in denen ihr seid und ihr prüft das jetzt und geht in eine neue Richtung, das natürlich sehr viel Mut und Überwindung kostet. In nächster Zukunft haben wir die Beständigkeit. Also ihr habt hier den Wunsch, immer mehr im Leben anzukommen, im Beruf, in der Partnerschaft, grundsätzlich im Leben. Ist auch eine sehr starke Berufskarte und die Pferde, die Kutsche, die möchte in Richtung Beständigkeit. Ihr seht das mittlerweile immer mehr als Geschenk. Es geht mit Sicherheit um das Haus. Das können Familienthemen sein, die hier zugange sind. Das können Familienmuster sein, übernommene Familienmuster, die hier noch im Unterbewusstsein schlummern. Hier will man auf alle Fälle beständige Verbindungen. Hier will man ankommen, hier spielt das Heim, das Zuhause in sich selbst ankommen eine sehr große Rolle. Der Wohnort kann hier eine Rolle spielen, die Firma schaut für euch, was euch hier am stärksten anspricht und in welche Richtung dass sich das entwickelt. Und im Umfeld haben wir den Geliebten. Ja? Der Geliebte schaut hier in Richtung Beständigkeit. Vielleicht möchte euch der Geliebte hier ein Zuhause bieten, ein neues Arbeitsangebot machen, ein Zusammenschließen der Haushalte anbieten, um in mehr Beständigkeit zu kommen. Und offensichtlich wird dadurch die weibliche Seite stark herausgefordert und auch die Werte werden hier überprüft, ob das überhaupt stimmig ist oder nicht. Ja? Und hier habe ich das Gefühl, dass der Geliebte eben ins Feld tritt. Entweder seid ihr hier als männliche Zuschauer eben aufgefordert, auf jemanden zuzugehen. Und die weiblichen Zuschauer werden hier in ihrem Umfeld auf einen Geliebten stoßen. Ja, das kann sich natürlich immer im familiären zeigen, im partnerschaftlichen sowie im beruflichen. Hier hofft ihr oder befürchtet den Tod. Hier will man nicht loslassen. Hier hat man Angst, Verlustangst, auch Angst vor Transformation. Wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, das kostet jetzt Mut. Wofür ihr euch auch hier immer entscheidet. Der Ausgang hat mit Eifersucht zu tun.
Hier ist jemand eifersüchtig auf euch oder ihr seid eifersüchtig. Das ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl, immer für beide Seiten. Ja? Das spricht für starke Unsicherheit. Das spricht auch dafür, dass man euch vielleicht vereinnahmen will oder ihr wollt jemanden vereinnahmen. Das kann im Thema Familie sich zeigen, das kann sich zu Hause zeigen, das kann sich durch den Geliebten zeigen. Und vielleicht ist man hier auch unsicher, eben in eine Transformation zu gehen. Es kommt zu einem Besuch, zu einem Treffen und es geht um Treue. Also wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr bei diesem Treffen zusagen sollt oder nicht, dann überprüft eure Werte und seid euch selber treu. Seid authentisch, seid stark, seid ehrlich zu euch und zu eurem Gegenüber. Hier habe ich das Gefühl, dass diese Woche komische Spielchen ans Tageslicht treten werden. Der Besuch kann bedeuten, dass ihr eben viele, viele Termine zu bewältigen habt, auch wenn jetzt eine eher ruhige Zeit antreten darf, aber dadurch, dass es ja im Außen viele Tumulte zurzeit gibt, kann das eine Herausforderung sein und ihr dürft überprüfen, wie viele ihr dieser Termine wahrnehmt. Das hat auch mit dem Thema Zeit sehr stark zu tun. Seid euch ihr selber treu. Spielt keine falschen Spielchen mehr mit und wenn ihr mit Eifersucht zu tun habt, dann geht es darum, mit dieser Person eine Zusammenkunft zu vereinbaren, das zu kommunizieren und das auszudrücken, was euch am Herzen liegt, auf alle Fälle. Ihr merkt auch hier wieder, wie viele Möglichkeiten das im Raum stehen. Ja? Vielleicht beneidet man euch auch, weil ihr im Arbeitsleben gut verankert seid. Das ist auch eine Möglichkeit und ihr habt gut zu tun und das habt ihr euch auch verdient, weil ihr gut darauf hingearbeitet habt. Das ist eine Möglichkeit. Und ansonsten schauen wir noch, was unter dem Deck liegt. Unter dem Deck zeigt sich der Offizier. Das kann eine machtvolle Position sein, die ein Mensch in eurem Umfeld bekleidet. Es geht um Macht. Vielleicht geht es hier auch die Macht in etwas Positives zu wandeln. Sehr viele Menschen haben mit Macht viel mehr negative Verbindungen. Es kann um eine Firma gehen, Firma und Offizier. Es kann um Behörden gehen. Es geht auf alle Fälle hier auch darum, mit beiden Füßen im Leben zu stehen und dafür gerade zu stehen, was euren Werten entspricht. So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Die innere Person, die die Hauptrolle spielt, ist der Krieger. Hier geht es um Mars, um Energie, um einen Neubeginn, der noch nicht ganz wahrgenommen wird. Ansonsten geht es jetzt darum, seinen Platz einzunehmen. Das traut man hier sich vielleicht noch nicht ganz. Jedenfalls ist auf dieser Position der Krieger, die Energie, die Dynamik noch gebremst. Das erklärt auch sehr gut die Witwe, die Sehnsucht und die Reise. Also man will in eine neue Richtung und kann vielleicht noch nicht. So hatten wir es ja im keltischen Kreuz am Anfang liegen. Der Weg. Hier geht es darum, Fürsorge seinem inneren Kind zu schenken. Hier geht es um innere Kindheilung, um Themen, um Verletzungen von eurem inneren Kind. Und hier habt ihr diese Woche die Aufgabe für euch selber, Mutter zu sein. Kann auch um Mutterthemen gehen. Die Erlösung ist die schwarze Messe. Das hatten wir auch schon letzte Woche. Hier geht es noch um die Verbindung von Pluto und Jupiter. Hier geht es darum, Stagnationen aufzudecken, dass man sich eingesteht, in mir und im Außen hat etwas angefangen zu stagnieren. Ich habe mich in bestimmten Positionen angefangen, in einem Sumpf zu bewegen. Und Leute, wenn der Sumpf stinkt, ist Zeit,
auszusteigen. Bitte, der Jupiter bringt euch hier Weitsicht. Er bringt euch neue Einsichten, wenn ihr euch die Zeit nehmt, gut für euch zu sorgen, selbst um euch zu kümmern. Und ich habe auch zwei Kartendecks genommen, weil ich das Gefühl hatte, wir brauchen hier ein bisschen mehr Info. Vom Horoskopdeck haben wir hier die Farbe Orange. Hier geht es um körperliche Energie, um Ehrgeiz und um Durchsetzungsvermögen. Bitte stärkt das in eurer Woche. Orange ist eine Heilfarbe, ist dem zweiten Chakra zugeordnet. Ihr braucht hier mehr Energie, mehr Kraft, mehr Dynamik. Lasst hier euer Feuer brennen. Das ist diese Woche sehr, sehr wichtig. Einfach wieder in Schwung zu kommen und nicht in Trägheit zu geraten. Auf der zweiten Position haben wir die Farbe Gold. Gold sagt uns hier, es geht um klare Intelligenz, um spirituelle Gedanken, um den Glauben, um Gottvertrauen, um Zuversicht, um intuitives Denken und dass man einfach versteht, dass man in jedem Moment vollkommen frei ist. Ja? Vielleicht könnt ihr euch hier mit einem Mutterthema auseinandersetzen. Vielleicht hat man euch diese Freiheit nicht gewährt. Ich werde euch hier auch ein Auswahlorakel einblenden zum Thema Mutterthema lösen. Also visualisiert Orange, visualisiert Gold, dass das Orange nochmal stärker unterstützt. Und beim Ausgang haben wir ein warmes Rot, ein Karminrot, das steht für gesunde Liebe. Für mich geht es hier ganz klar, dass man vielleicht in der Familie gelernt hat, bestimmte Bindungsmuster einzugehen, die schon lange nicht mehr gesund sind. Also überprüft das mal. Und häufig ist das verzerrte Liebe und nicht gesunde Liebe. Und mit einem warmen Rot könnt ihr auch hier wieder das Lebensfeuer und die gesunde Liebe in euch anheizen. Und gesunde Liebe könnt ihr entwickeln, indem ihr die Selbstliebe stärkt und indem ihr gut für euch sorgt. Hier die weitere Karte, Lernerfahrung. Diese Woche geht es um Lernerfahrungen, denen man jetzt nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Die seid ihr jetzt fällig oder bereit zu meistern. Es geht um einen friedvollen Weg. Das ist hier sehr wichtig, dass ihr Frieden mit euch findet. Und das Ziel sind die Wunder. Das ist ja herrlich. Hier haben wir sehr stark die Christusenergie vertreten mit der gesunden Liebe, wo ihr jetzt immer mehr merkt, ihr hattet ein falsches Bild von Liebe, das man in der Familie, in der Gesellschaft, von kirchlichen Normen vielleicht übernommen hat. Und jetzt ist es Zeit, wieder an Wunder zu glauben und selber wieder Wunder zu kreieren. Ja? Super, mit so viel Information möchte ich jetzt abschließen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ich wünsche euch wie immer viel Erfolg auf eurem Weg. Danke für eure Likes, danke für neue Abos, die eingehen. Einfach hier klicken auf den grünen Kreis. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Und für freiwillige Spenden und persönliche individuelle Legungen findet ihr alle Kontakte und Links unten in der Box. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, eure Sandra.